Nach Rocky Balboas Fäuste der Sport vom Tage und die wichtigsten Meldungen aus der Politik. Die militärischen Aktionen in der Golfregion laufen weiter auf Hochtouren. Die Briten schickten heute weitere Tornados nach Saudi-Arabien. Der Irak verstärkte seine Truppen in Kuwait auf mehr als 530.000 Mann. Mitten hinein in diese Kriegsvorbereitungen kam dann ein diplomatisches Signal aus den USA. Präsident Bush bietet dem Irak neue Gespräche an. US-Außenminister Baker und dessen irakischer Kollege Assis sollten sich in der Schweiz treffen. Terminvorschlag 7. bis 9. Januar. US-Außenminister Baker machte aber heute noch einmal klar, der Irak muss Kuwait räumen. Das heutige Treffen der Regierungschefs von Libyen, Ägypten und Syrien ging ohne konkretes Ergebnis zu Ende. Auch in Bonn gehen die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung der Krise weiter. Außenminister Genscher empfing heute seinen algerischen Kollegen Sid Ahmed Ghazali. Im Mittelpunkt des ausführlichen Gesprächs standen die Situation am Golf, die Vorbereitung der morgigen Sitzung der EG-Außenminister in Luxemburg sowie die algerischen Vermittlungsversuche in der Golfkrise. Genscher betonte, dass ein Krieg keineswegs unvermeidlich sei. Vielmehr müsse jetzt allen diplomatischen und politischen Bemühungen eine Chance für eine friedliche Lösung gegeben werden. Grundlage für weitere Anstrengungen müsse die Resolution des UN-Sicherheitsrates sein. Genscher begrüßte die Initiative des amerikanischen Präsidenten, weiterhin einen Gesprächskontakt mit dem Irak zustande zu bringen. Damit werde der Wunsch der USA und der Europäer nach einer friedlichen Lösung in der Golfregion untermauert. Schon morgen werden die ersten 300 Bundeswehrsoldaten aus Deutschland in die Türkei verlegt. Sie sind das Bodenpersonal für die 18 Alpha-Jets, die im Auftrag der NATO dort stationiert werden. 400 Kilometer entfernt von der irakischen Grenze. In wenigen Stunden schon starten Transportflugzeuge der Bundeswehr aus Schleswig-Holstein mit Versorgungsgerät in Richtung Mittelmeer. Im Streit um die Arzneimittelpreise im Osten der Bundesrepublik scheint eine Einigung in Sicht. Der Unternehmerverband der Arzneimittelhersteller forderte seine Mitglieder auf, den Lieferboykott an die ostdeutschen Apotheken zu beenden. Im Gegenzug sagte Arbeitsminister Blüm zu, er werde sich für eine neue Regelung der Arzneimittelpreise im Osten einsetzen. Der Einigungsvertrag verpflichtet die Pharmaindustrie, Medikamente zur Hälfte des Preises in den Osten zu liefern. Die Golfkrise beherrschte auch das Kaufverhalten an den internationalen Finanzmärkten. An der Frankfurter Börse endete der Handel nahezu auf dem Tagestiefstand. Bei recht geringen Umsätzen schlossen die meisten Aktien dann nahe ihrem gestrigen Niveau. Der deutsche Aktienindex DAX stieg gegenüber dem Vortag geringfügig um 0,55 auf 1.366,65 Punkte. In New York bestimmte die Schwäche der US-Wirtschaft das Geschehen. Der aufgrund von 30 Industriewerten berechnete Dow Jones Index notierte 2573,51 Punkte, das sind minus 37,13 Punkte gegenüber Mittwoch. Der Dollar stieg an der Wall Street zum Börsenschluss, sein Kurs lag bei 1,4915 gegenüber 1,4870 gestern. Zum Sport. Bei der Rallye Paris-Dakar gibt es einen neuen Spitzenreiter. Der Belgier Jacques X übernahm mit seinem Citroën die Spitze. Wir haben ein paar Impressionen zusammengestellt, wie es am Ziel der ersten Etappe in Idri, Zentrallibyen, aussieht. Während die Nachzügler ins erste Etappenziel eintrudeln, baut sich der Rallye Trans sein Nachtquartier auf. Die Privatfahrer, und das sind die weitaus meisten bei dieser Veranstaltung, müssen sich um alles selber kümmern. Umsorgt und gehätschelt werden nur die Werkspiloten. In den Begleitfahrzeugen wird alles mitgeführt, was das Überleben in der Wüste sichert. Ein paar trockene Kekse bilden das übliche Dinner vor der kalten Nacht. Die Autos sind noch in einem gepflegten Zustand. Doch das wird sich in den nächsten Tagen ändern, denn noch stehen mehr als 10.000 Kilometer auf dem Rallye-Fahrplan. Den deutschen Volleyball-Damen missglückte gestern der Auftakt zum 8-Nationen-Turnier in Bremen. Die Kubanerinnen gewannen ohne Satzverlust. Heute wollte sich die erste gesamtdeutsche Mannschaft gegen Polen rehabilitieren. Sehr entschlossen zeigte sich das deutsche Team vor dem Spiel gegen Polen. Und diese Entschlossenheit demonstrierten die deutschen Frauen im roten Trikot auch im ersten Satz, wo sie schönes Angriffsvolleyball zeigten und vor allem kämpften. Verdienter Lohn, das 15:11 nach 32 Minuten.
Den zweiten Satz dominierten die Polinnen, die schnell mit 14:7 führten, nach 15 Minuten Satzball hatten und zum 1:1 ausgleichen konnten. Die deutschen Ersatzspielerinnen feuerten ihre Kolleginnen im dritten Satz an, das half. Klar, mit 15:6 ging dieser an die Heimmannschaft, Karin Steyert vollendete. Der Widerstand der polnischen Mannschaft erlahmte nun. Der vierte Satz ging mühelos mit 15:5 an das deutsche Team, das nun noch die Chance hat, mit einem Sieg gegen Rumänien ins Halbfinale zu kommen. Nach zwei Springen in Deutschland ist Österreich Austragungsland der Vierschanzentournee. 60.000 Zuschauer werden morgen an der Bergiselschanze in der Olympiastadt Innsbruck erwartet. Klaus Reger vermittelt Trainingseindrücke und zieht eine Zwischenbilanz. Eine sehr aufmunternde Perspektive bietet sich den Springern vom Turm der Innsbrucker Olympiaschanze. Aber Skispringer halten wenig von Symbolik. Ganz realistisch wird das dritte Springen der Vierschanzentournee am Freitag in Innsbruck zum großen deutsch-österreichischen Kräftemessen hochstilisiert. Und dieser Mann soll es zugunsten der Austria Adler entscheiden. Andreas Felder im Trikot des Weltcup-Führenden und Zweitplatzierter der Tourneewertung, der im Training aber noch vornehm zurückhielt. Lockere Campingatmosphäre im deutschen Hauptquartier an historischer Stätte auf dem Berg Isel, wo Andreas Hofer zum Tiroler Freiheitshelden wurde. Jens Weißflog aber hat anderes im Sinne. Videostudium des eigenen Trainingssprunges. Und da darf der Sieger von Oberstdorf und Garmisch sehr zufrieden sein. Zweimal zog er saubere Sprünge über die 100-Meter-Marke. Der letzte Sprung mit 105,5 Metern war sogar absolute Spitze. Erstaunlich bei Weißflog. Als Leichtgewicht kommt er immer mit relativ wenig Anlaufgeschwindigkeit zum Tisch, aber dann fliegt er wie ein Vogel. Noch stärker im Training von Innsbruck sprang Dieter Thoma, der Mann, der in Oberstdorf und Garmisch so viel Pech in der Windlotterie hatte. Als einziger Springer flog Thoma dreimal über die 100-Meter-Marke, zeigte sich mit 104, 101 und 105,5 Metern enorm beständig. Die Tournee hat Thoma abgehakt, jetzt springt er mit vollem Risiko auf Tagessiege, während Rudi Tusch schön vorsichtig Zwischenbilanz zieht. Wir haben sicher mehr erreicht, als erwartet wurde. Wir haben nach Garmisch-Partenkirchen einen ersten und einen dritten in der Gesamtwertung und dann noch weitere sehr gute Platzierungen. Von daher bin ich mehr als zufrieden, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass wir morgen unsere Trainingsleistungen hier in etwa bestätigen können. Und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir auch dann nach Bischofshofen irgendwo vorne dabei sind. Da dürfte auch Christoph Dufner noch ein Wörtchen mitreden, der als Innsbruck-Neuling nach zwei vorsichtigen Sprüngen im dritten Durchgang auf 103 Meter hinunterzog und zeigte, dass er die schwierig zu springende Schanze mit dem kurzen Tisch schon gut im Griff hat. Im zweiten Heimspiel der Basketball-Europa-Liga empfing heute der deutsche Meister Bayer Leverkusen die griechische Mannschaft Aris Saloniki. Leverkusen ist mit 2:2 Punkten in die Liga der 8 besten europäischen Mannschaften gestartet und wollte heute unbedingt den ersten Heimsieg einfahren. Patrick Wasserzieher war einer unter 4.500 Zuschauern. Südländische Begeisterung in Leverkusen. Rund 3.000 griechische Fans verwandelten die Wilhelm-Dopatka-Halle in ein wahres Tollhaus. Und zu Beginn spielte die Mannschaft um ihren Superstar Niko Gallis auch genau so, wie es ihre Fans erhofft hatten. Nach 11 Minuten führte Aris Saloniki bereits mit 27:20. Wieder einmal erfolgreich für die Griechen, natürlich Niko Gallis. Doch danach fingen sich die Leverkusener, angetrieben vom überragenden John Johnson, der auch in der 12. Minute für die erste Führung sorgte. Jetzt stand es 28:27. Bis zur 16. Minute bauten die Hausherren ihre Führung dann sogar auf 6 Punkte aus. Wheeler trifft zum 35:29. Danach wurde Bayer jedoch etwas zu leichtsinnig, sodass Saloniki zur Pause wieder bis auf einen Punkt herankam. Gallis markiert den Halbzeitstand von 42:41. Doch im zweiten Durchgang wurde der deutsche Meister dann immer stärker, führte einmal sogar mit 13 Punkten Vorsprung und gewann schließlich hochverdient mit 98:89. Bayer Leverkusen schlägt sich in der Europa League glänzend. Das waren die letzten Nachrichten aus Sport und Politik. Tschüss, bis morgen. Gute Nacht. Weichheit und Frische von Lenore fühlt man sich wohl. Egal wie das Wetter auch wird.
Das Mischwetter bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Neben einigen sonnigen Abschnitten gibt es einige Regenschauer und in den Bergen schneit es dann auch wieder leicht. Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über Island fließt mit kräftiger westlicher Strömung milde Atlantikluft nach Deutschland. Eingelagerte Störungen gestalten das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. Heute Nacht zeigt sich der Himmel über Deutschland und Österreich wolkig und es kann zu einzelnen Regenschauern kommen, die oberhalb 1200 Metern in Schnee übergehen. Nur an der Alpen-Südseite und in der Schweiz bleibt der Himmel klar. Die Nachttemperaturen sinken in Deutschland von 8 auf 4 Grad, in der Schweiz liegen sie um 7 Grad und in Österreich fallen sie von 5 auf minus 2 Grad. Morgen Vormittag ist es in Deutschland noch bedeckt und regnerisch. Nur am Alpenrand scheint vielfach die Sonne. Am Nachmittag lockert es dann etwas auf, doch im Laufe des Tages kommt es auch zu Regen und Graupelschauern. Oberhalb 1000 Metern schneit es. Die Temperaturen liegen am Tage zwischen 5 und 10 Grad. In Österreich ist es vormittags recht sonnig. In den Niederungen muss gebietsweise mit Nebel bzw. Hochnebel gerechnet werden. Im Tagesverlauf zieht sich dann der Himmel zu und es fängt an zu regnen. Oberhalb 1200 Metern schneit es. Die Temperaturen steigen von 5 auf 11 Grad. Die Schweizer haben auch kein besseres Wetter. Nördlich der Alpen ist es auch hier stark bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Bei Tagestemperaturen um 7 Grad ist es nur an der Alpen-Südseite zeitweise sonnig.